Ja. Ja, Herr Kieser, aber ich wollte jetzt noch einmal eine Frage stellen, bezogen auf Ihr Business. Ich habe gelesen, Sie sind jetzt dabei, ein Gerät zu bauen für den heimischen Bereich. Ja. Ja. Wann kann man damit rechnen, dass es auf den Markt kommt? Sie Oder ist es erstmal eine nette Übung? fürchtete, dass diese Frage kommt. Nee, es Oder ist. wollen wir das Thema wechseln? Nee, das ist okay. Das habe ich gelernt. Man soll nichts verstecken vor der Presse. Ja. Nein, das ist jetzt doch ein, also der Präprototyp steht. Da habe ich mir schon Muskelkater geholt damit, ja. Aber es ist jetzt in der, für den Prototyp in Designer Gesellschaft, die das jetzt auch etwas markttauglich machen. Es sieht jetzt etwas brutal aus, dieses Ding. Aber wir rechnen damit, dass das Ende nächstes Jahr auf dem Markt ist. Ja. Also die Nullserie dürfte schon Anfang Jahr laufen. Aber eben, man weiß ja nicht, wie die Akzeptanz ist. Ich habe mich einfach etwas geärgert über das Angebot, das es gibt an Geräten. Also sonst hätte ich ja keine Ursache, dass es gibt. Und habe dann auch von Kieserkunden immer wieder den Wunsch gehört nach dem Gerät. Die haben eine Zweitwohnung oder wohnen weit ab, das heißt, dass sie nicht zweimal in der Woche zu uns kommen können. Und dann fiel mir das ein, diese Idee, und wunderte mich, dass noch niemand draufgekommen ist. Sehr einfach. Sehr einfach. Kostengünstig. Ja, so ist die Geschichte. Aber eben, es ist natürlich so, dass das ersetzt Kiesertraining in dem Sinne nicht. Das ist eine allgemeine Kräftigung, die Sie damit erzielen. Das ist auch sinnvoll für die meisten. Aber wenn Sie spezielle Probleme haben, und das haben eben viele, dann müssen Sie schon zu Kieser. Weil der Vergleich hinkt fürchterlich, wenn man sagt, ja, brauche ich jetzt keinen Kieser mehr, weil kein Kiesertraining mehr, weil es wäre, wie wenn Sie sagen würden, eine Hausapotheke ersetzt die Klinik. Ne? Das geht auch nicht. Ja. So, aber wie gesagt, es dürfte so Ende nächstes Jahr auf dem Markt sein. Ja. Ist es dann auch in der Farbe Grau oder lassen Sie sich da stärker inspirieren vom Bauhaus? Nee, ja, also Bauhaus ist ja farbig, ja. Ja, Aber eben es deswegen frage ich ja. Ja. ist eine andere Zeit. Das weiß ich noch nicht, weil von der Farbe. Wahrscheinlich, ja, meine Einfallslosigkeit hätte es jetzt grau gemacht, aber da lässt sich wahrscheinlich ja mit den Designern diskutieren, ja. Ja. Ja gut, Grau ist ja auch im Grunde auch ein Erkennungsmerkmal. Ich finde auch, Hegel fand ja Grau so Ja, gut, ganz ja. genau. Das ist Ja. die Farbe der Weisheit. Auch Ja. Niklas Luhmann war immer grau gekleidet. Ja. Da konnte man ihn auch erkennen. Ich mag Und Grau, das, Grau und Schwarz. Das ist auch praktisch. ja, Ja. eben. Und insofern ist ja auch nicht so ein großer Unterschied zwischen Hegel und Luhmann, denn Luhmann hat ja auch den Hegel-Preis bekommen. Ja. Und er hat genau wie Hegel das Problem, dass jetzt die Diadochenkämpfe im Nachhinein mit seinen Nachfolgern sozusagen der Versuch einer eigenen Sekte entsteht. Oder ein Junghegelianer, wie man sagt, die waren ja gar nicht alle links, aber das ist ja auch das. Es wird eben auch dann vergessen und kommt wieder, aber in anderer Form. Das ist auch so unheimlich, ja. Das ist nicht unheimlich, das ist im Grunde normal. Wenn Sie zum Beispiel die Luhmannsche Autopoiesis-Konzeption betrachten, hat ja in gewisser Weise, kann man ihn auch auf Leibniz, auf die Monadentheorie zurückbringen und vor allen Dingen auch die Bezogenheit auf den Einzelnen. Ja, stimmt, Das ja. ist, und das wird man, man sagt immer, das funktioniert nicht. Aber im Grunde, ein Mensch ist ein autopoetisches System. Man kann nur beobachten, was jemand macht und daraus Schlüsse ziehen. Das ist ja auch wenn Luhmann das vielleicht jetzt negieren würde, hat aber aus dem psychologischen Bereich doch eine gewisse Ähnlichkeit auch mit Konzeptionen und Übernahmen von Adler oder Husserl später. Ja. Ja, es ist
Ja, es kommt eben auch oft, naja gut, es wird auch instrumentalisiert natürlich. Ja, das wird ja alles. Ja, das ist. Ich habe Luhmann in dem Sinne kennengelernt, in einem Studium habe ich mich mit dem, also stark mit dem Materialismus, mit dem methodologischen Individualismus beschäftigt, auch meine Masterarbeit darüber gemacht. Da war Luhmann gewissen Sinn in den Gegenposten, als Solist. Aber nicht immer. Ja, und das fand ich schon spannend, weil es sind ja beide Positionen notwendig. Also der holistische Ansatz, den auch der Marxismus hier beinhaltet, und andererseits eben der Individualismus, der radikale Individualismus, wie der Max Stirner den verkörpert hat, den man aber ignoriert hat die ganze Zeit. Ja, aber der Ansatz von Stirner ist aber durchaus nicht inkompatibel zu Luhmann. Luhmann hat ja immer, auch schon mit der Luhmann-Habermas-Diskussion, hat er ja auch das für seine eigene Vermarktung getan. Bei aller Neigung zu Luhmann, Luhmann war ein Meister der Selbstvermarktung. Herr Kieser, Frau Kieser, ich möchte mich hier recht herzlich für das nette Gespräch bedanken. Und ich möchte mich auch dafür bedanken, dass Sie so lange und treu Mitglied der GFA sind. Ja, wenn ich das schon lange, ich denke schon 30 Jahre so, ne? Ja, stimmt. Und Sie sind ja jetzt auch Ehrenmitglied geworden, wie Sie ja wissen. Ja, habe ich gehört, das ist ja schön. Die Urkunde werden wir Ihnen heute überreichen, weil Sie ja nicht in Rastatt dabei sein konnten. Sein eigenes Unternehmen? Rückengesundheit. Also quasi in der Branche. Ja, okay. Dass sie durchziehen müssen, dass sie dranbleiben müssen. Und das hat halt mein Herz berührt. Also diese Kombination aus der fachlichen Seite, jetzt wie baue ich das Unternehmen auf, was mache ich, und seine persönliche als Mensch.